Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir werden diesen wunderbaren Planeten verlassen. Ja, vorher, achso, wir wollten noch mal in den Codex reingucken. Aber wir sind auf Aya übrigens, für alle, die ein bisschen später einschalten. Reliktdatenkern, was haben wir da? Eine genaue Beobachtung hat gezeigt, dass die Schaltkreise in Peebys Artefaktboxen oft mit den Schaltkreisen übereinstimmen, die tief in Beobachtern und ähnlichen Reliktschöpfungen zu finden sind. Möglicherweise dienten sie dazu, Befehlsroutinen an Reliktmaschinen zu übertragen. Ja, da muss man mal gucken, ne? Da sind wir ein bisschen hinterher, glaube ich, mit diesen Kernen. So, da musste ich niesen. Deswegen Schiff jetzt. Also nicht, weil ich niesen musste, sondern weil wir mit den Kernen hinterher sind. Und dann hauen wir nämlich hier ab und fliegen mal nach Kadara. Und da können wir dann auch Druck ein bisschen helfen, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, wen ich da mitnehmen soll. Vielleicht Vetra und Druck so als Kombination. Ich glaube, die würden sich ja beide ganz wohl fühlen. Auf dieser ja, Outlaw-Welt. Wahrscheinlich, ne? So, Tempest gehen abreisen, ja, gerne. Auf der Nexus müssen wir auch mal wieder vorbeigucken. Machen wir nach Kadara bestimmt. Schum. Weg sind wir. Wunderschöner blauer Himmel. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise. What are their expectations? Ach, seien sie einfach sie selbst, nicht sie selbst. Oh, das ist voll gemein. Behandeln sie mit Respekt. They survived the Scourge and the Ket and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. Na toll. So können wir hier das Vidcon tatsächlich benutzen. Den rufen wir an. Niemanden. Na toll. Tja. Datenpad. Wie sieht es denn hier an Bord aus? Sind wir eigentlich so für einen Film? Achso, ja, wir könnten mal mit Suvi reden. Oder mit Liam. Wir haben jetzt Knabberzeug und so. Why can't you just ask her yourself? Because. Fine. Lexi, PB wants to look at Jarl's scans. PB knows I can't divulge patient information. Useless. Okay, was auch immer die da tun. Keine Ahnung. Ryder. Okay, also es gibt nichts Neues. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Klar. So, dann. Lasst uns auf die Brücke gehen. Achso, ich wollte mal gucken in unsere Hydroponik hier. Haben wir jetzt hier Pflanzen von Dings mitgenommen? Scheinbar nicht. Oder sind hier im Biolabor? Das ist doch das Biolabor, ne? Ich glaube schon. Nee. Ja, die sind alle irgendwo weg. Sind die schon beim Filmabend oder was? Fragen mal so, wie was abgeht. You have new email at your terminal, Pathfinder. Was? Schon wieder? Neue E-Mails? So, Callow, who's that woman I keep seeing you with on the Nexus? What? Whom? You're always short of credits after we come back. Is it because of her? It's complicated, Suvi. Aha. Aha, Callow. Hätte ich ja nicht gedacht. I found that plant you wanted. Great. I'll give the recipe a try when I'm off duty. I've already got ideas for how to jazz it up. And I'll keep working on Mr. I don't like movie nights here to come along. I like them. Just not when Gil is glowering at me. Alter, Gallo is so cool. I don't believe it. Gil's reconfigured our entire nav array. O'Connell risked a dozen spacewalks putting that in place. Damn it. Callow, don't. Take the helm. I've had enough of this. Oh. Und plötzlich eskaliert's.
You don't give a damn what my team and I went through to build this ship. No, I don't. I care about us surviving out here, and if that means redesigning... You don't have the right! Na, da fragen wir mal. Eigentlich habe ich den Schnauze voll davon, ne? Ich weiß ja, worum es geht. Knock it off, both of you. Sure. Once he gets off my back about how I work on the Tempest. You weren't here. We had to get all kinds of new tech working in a single starship. 50-hour shifts, epiphanies, accidents. Humans can forget. Salarians can't. To me, it's all still happening. My team is here. Stripping down the Tempest like some broken radio risks everything they suffered to build. Their legacy. Okay. Schauen wir mal. If he had the Tempest up on blocks, I might see it. Look, Callow, your people did a great job, but they're dead. And they couldn't have anticipated half the problems in Helios. Like the Scourge. If we don't adapt, we'll die too. Is that what you want their legacy to be? Gutting a complex ship out in space isn't adapting. It's irresponsible and disrespectful. Oh. Ja, ich würde da gerne eine Zwischenlösung finden. Ich meine, vielleicht können wir ja irgendwann mal ins Dock fliegen und das Schiff dann, vielleicht können die zusammenarbeiten. Wie wär's? Ich werde einfach mal Callow zustimmen, um die Situation hier ein bisschen zu beruhigen. Und dann finden wir hoffentlich eine Lösung dafür. The Tempest has too many new systems doing new things to just adapt on the fly. If we make changes, let's make them carefully and with respect. She's your ship. I just hope you know what you're doing. Und jetzt ist Gil sauer. Ryder, I know it's not... Thank you. Okay, it's over. Let's get back to work. Alle standen drumrum und haben geglotzt. shit. Okay. Darum müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal kümmern. Nach Kadara würde ich vorschlagen. Suvi. Ryder. Wir unterhalten uns später. Sounds good. Ich dachte, sie hätte vielleicht was zu Callow zu sagen, was sinnvoll ist. A foolish thing to get angry over, isn't it? Perhaps you had to be there when the Tempest was made. In a way, I'm always there. I see my team's faces as clearly as yours. What's the saying? People aren't dead while someone still remembers them? Remember them for me. Tell me who they were. Serena still wore her bondmate's perfume years after they separated. I can see the patterns Teon embroidered in his enviro suit. I see Lucille, O'Connell, too. Maybe they're not completely gone. If they still comfort and inspire you, are the people you love really dead? It would be very hard to be the last, though the Tempest will outlast us all. Did you need anything else? Tell me something else about the ship. O'Connell, our systems designer, was... For 2 days, poor O'Connell was convinced that turning on all the bathroom lights would overload the engine core. What do you think of the rest of the crew? Oh, if I gossip anymore, I'll get in trouble. I'll let you concentrate. Ja, you know where I'll be. So, dann gucken wir mal. Liam hat uns eine E-Mail geschrieben. Hier drüben muss doch irgendwo... Ach, hier drüben ist das wahrscheinlich, ja. Ja. Auf der Brücke verlaufen. Peinlich. So, wollte er es nicht senden. Okay, was ist da los? Hallo Pathfinder, ich benötige Ihre Hilfe bei einer großen Sache. Ich kann an dieser Stelle nicht sagen, worum es sich handelt. Und der Grund dafür wird Ihnen nicht gefallen, aber ich kann alles erklären. Kommen Sie bitte zu mir. Oh, shit, ey. Dein Ernst, Junge? Ja, mal schön ins Archiv damit. Können wir reden? Vor der Kamera. Von Carrie Tevesser, okay. Man hört ja so einiges. Eine Gartenwelt, eine brandneue Spezies. Wenn Sie dazu offiziell etwas sagen dürfen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Okay, also die Journalistin
hat er Zeit für uns. Botschaft an den Nexus von Jaron Tan. Ryder, ich habe alle Botschaften der angaranischen Bevölkerung gelesen, die sie weitergeleitet haben. Es ist ermutigend, dass uns schon in dieser Frühphase des Kontakts einige von ihnen unterstützen. Genauso klar ist allerdings, dass viel Arbeit sein wird, auch den Rest für uns zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ich wäre überrascht gewesen, wenn die Angara keine Skepsis geäußert hätten. Erstkontakt ist eine komplizierte Situation. Und wenn die Rollen verteilt wären und sie bei uns vor der Tür stünden, wäre ich auch misstrauisch. Danke, dass Sie die Botschaften weitergeleitet haben. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse für unsere Navigation in diesen trügerischen Gewässern, Direktor Tan. Okay, vielleicht ist er nicht so unfähig, wie man denkt. Kommunikation von Jal. Ryder, die Moschei hat Neuigkeiten aus Aya geschickt und mich gebeten, sie mit ihnen zu teilen. Unter ihrer Führung erlauben die Behörden das Studium im Gewölbe von Aya wieder. Es ist natürlich mit großen Risiken verbunden, deswegen beschränkt sie die Teilnahme auf ihre besten Schüler, die zudem von bewaffneten Wachen begleitet werden. Sie hat zwar nicht ihre Fähigkeit, mit den Relikten zu interagieren, doch sie will bereit sein, ihnen zu helfen, wo sie nur kann, wenn Meridian gefunden wird. Wir leben in interessanten und aufregenden Zeiten. Ciao. Okay, cool. Ja, dann werden wir wohl mal zu Liam gehen müssen. Ein bisschen mit dem reden. Vielleicht reden wir unterwegs auch mit Gil. Da ist PB. Ich weiß nicht, was sie schon wieder aushackt. Gil hängt hier oben rum. Okay. Und Liam, Loyalitätsmission. Oh, braucht da irgendwas Hilfe. Na, sieh mal einer an. Ja, dann sollten wir mit Liam reden, ne? Wäre, glaube ich, eine gute Sache. So. Gil guckt irgendwo hier hinten rum. Mach mal auf die Tür. Dankeschön. So. Das Truck, da wo ich Gil vermutet habe. Moment. Ach, Gil ist auf der anderen Seite. Okay. Jupp, da steht er. Get us there and we'll save you a place in line. So, Gil, erzähl mal, Junge, was ist los bei dir? Did I hear right? You're going after the Archon's ship? Looks like it. Last time we crossed his path, you nearly broke my baby here. Tell me you have a better plan of escape this go around. Ja, na klar. I've got it all under control. How naive do I look? Just stay out of the Scourge, huh? Okay. Good talking to you, Gil. Anytime. Ich glaube, Gil mag uns nicht mehr ganz so, ne? Weil wir Kello zugestimmt haben. Ich meine, das war so ziemlich, weiß ich nicht, meiner Meinung nach das Vernünftigste, um den Frieden hier an Bord zu gewährleisten. Come on, I need a way out of this. Not sure how I can help. August Bradley. Mhm. Something I should know about? Hey, I was just. How you doing? I'm. Great, just, I told you I screwed up, and I have. Remember Verand? I contacted the Angara? She's gone. The whole group is gone. Sudden. So, yeah, up for a rescue? Because if we don't, we could be next. Ach, Gott. Of course we are. Why wouldn't we go after them? Yeah, because I gave Verand Nexus data and nav points. Why would you do that? We need to know how to live here. I tried asking. I tried taking. No one would help outsiders. So I took initiative. Gave her data and tech so she could mod it. Verand was... She is a good risk. But if pirates interrogate her or barter her to the Ket, it's our heads. Ah, Liam, Junge. Why didn't you alert everyone immediately? If they have her info, they have our comms. The Nexus goes on alert, they'll know. Varan's people are tough. They'd have fought if they thought there was a chance. Something made them think there wasn't.
I won't risk that. Bad enough I have to involve you. Like I said, I screwed up. Ja, wir regeln das. Kein Thema. We'll take care of it before it's a problem. It's already a problem. I got a lead from a trader. A grainy visual. We find that system, we find our bad guys. I also asked Bradley for people to help intercept. I thought they might want to pitch in. How are a bunch of settlers supposed to help? That's what he said. We're on our own. I'll forward the visual to the bridge for when you want to start hunting. And sorry. Ja, also wenn wir da militärischen Außenposten gegründet hätten, dann hätten wir wahrscheinlich bessere Karten gehabt hier, ne? Im Kampf, der da wahrscheinlich ansteht, bei der Befreiung. Still waiting to find that pirate hiding place. To get Varand and the damn data I passed her. We'll talk later. So, nach Kadara also. Da haben wir ja dann einiges zu tun, ne? Für Drake müssen wir da ein bisschen was regeln. Beziehungsweise für den ganzen kleinen Neckmore eigentlich. Für Liam müssen wir was regeln. Für uns müssen wir was regeln. Für die Moschei. Hey! Wir unterhalten uns. We can talk more later. Sure. Ja, vielleicht nehme ich dann doch Liam mit runter, ne? Also. Wobei Drake und Vetra wahrscheinlich besser wären. Aber wahrscheinlich werde ich Liam mitnehmen müssen. Ist ja seine Mission quasi. Und dann nehme ich Drake und Liam oder Liam und Vetra mit. Ich weiß es noch nicht. Werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.